Moin. In der letzten Folge haben die beiden die Informationen ausgewertet, die sie vom Kalifat bekommen haben. Und das war's. Das war präzise. Viel Spaß und bleibt geil. Penunsen. Also, ihr seid da. Der sitzt also ich an bin der da. Bar und kippt ihn. Das ist so schön. Ist es. Ich habe mir eine Cola mitgebracht von draußen. Ja, ja. Ich bestelle mir ein Bier. Kriegst du. Aber nicht so viel wieder heute, Frischling. Ich meine, nicht, dass du am Ende wieder rumliegst. Was trinkt denn Elvis? Trinkt er auch Bier oder trinkt er Schnaps? Was? Dann wird ihm noch einer mitbestellt. Danke. Hey, sag mal, hast du ein paar Minuten Zeit? Für dich immer, Baby. Alles klar. Dann würde mit dir an einen anderen Tisch gehen. Wie, ich will auch. Na, du kannst ja mitgehen. Dann geh ich mit. Ja. Passend auf. Wir müssten da. Sie macht irgendwie den Dingensender an. Ne? Dingsbums, bla, Gedönse. Ja, ja. Wir müssten da an ein paar speziellere Infos bezüglich Evo bzw. Petrovsky Security ran. Zuckerpuppe, da bist du aber an der falschen Adresse. Bin ich das? Keine Ahnung. Ich sehe ich aus wie ein scheiß Infobroker, Alter? Nee, aber du siehst so aus wie jemand, der vielleicht jemanden kennen könnte, der die Infos beschaffen kann. Oder jemanden da kennt. Petrovsky. Evo, ja. Eher Finanzkram. Naja, Evo ist nicht. Also Petrovsky. Es war Petrovsky, ne, bei uns, was wir brauchten, der Typ. Ja, ja, Petrovsky hat ja auch eine eigene Finanzabteilung. Ja. Die haben ja viele, viele Töchter, die unabhängig sind. Petrovsky, ja. Na, vielleicht indirekt. Also ich kenne dann keinen direkt, aber mal gucken. Vielleicht kann ich ja was beschaffen. Aber es wäre dann halt Erstkontakt vermutlich, ne? Mit kriminellem Gesindel. Ja. Wenn das so sein muss, dann muss es so sein. Alles gut. Also so ein kleiner Buchhaltungsfuzzi oder was? Nee. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Schon jemand, der Ahnung hat, welche Leute da wohin gehören und welche Leute vielleicht doch nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Ich sag mal, Ungereimtheiten im finanziellen Sektor. Sie kriegt einen Schubser und eine Nachricht auf dem Comlink mit dem Namen von dem Typen, den wir ja schon identifiziert haben. Ihm das vielleicht sagen, dass das ein Untergebener von dem sein soll oder jemand, der was mit dem zu tun hatte? Ja, ja. Sie wollte nur jetzt erstmal hören, was er dazu überhaupt sagt. Achso, na, da kam erstmal pff. Ich habe auch einen Namen, mit wem der zu tun haben sollte. Mhm. Oder in welchem Dunstkreis. Reich mal rüber. Sie reicht ihm den Namen. Dann kann ich mal gucken. Okay. Das wäre übel cool. Ziemlich. Ihr seid doch mit den Kojoten gut am Dings, ne? Ja, einigermaßen. Es gab da eine kleine Auseinandersetzung. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber ey, es passiert.
Und jetzt kann ich mich ja nicht, also ich will mich ja nicht mehr so richtig blicken lassen, aber das ist doof. Ich bewege mich gern frei wie ein Vogel, verstehst du? Verstehe ich total. Wenn ich darum kümmern würde, dass das einfach aus der Welt geschafft wird, dann würde ich mich richtig anstrengen. Da müsste ich erstmal wissen, was da passiert ist. Ach. Er ist tatsächlich wichtig. Ja, Mann, eine kleine Scherei. Ich hab die Zeichen falsch gedeutet. Ich dachte, die wollte. Ah, ich verstehe. Rauschepuss bis zum geht nicht mehr und dann plötzlich macht sie ihn auf rigide oder was? Den ganzen Abend schön Drinks ausgeben lassen und dann, wenn es zur Sache kommt, ist er einfach die Hose zu oder wie? Das ist ärgerlich, ja, das kennt man. Ich muss auch nicht so gucken, Alter, ich hab sie nicht voll weich oder so, Alter. Ich wurde nur ein bisschen laut und dann hat er mal kurz am Arm gepackt und mal kurz festgehalten und gefragt, was die Scheiße sollen. Da ging die gleich auf mich los, Alter. Und, na, ich sag mal, ich hab keinen umgebracht von denen, aber ich glaub, die haben es nicht vergessen. Ja, ich guck mal, was ich tun kann. Ich guck, dass ich das irgendwie aus der Welt geschafft kriege. Na, sobald du mir Bescheid gibst, dass das klar geht, dann gebe ich dir einen Namen. Beziehungsweise, ich sag dir Bescheid, wenn ich ihn hab. Beziehungsweise, ich mach dann schon das Ersttreffen aus, vermutlich für euch. Weißt du, wie die Evo-People so drauf sind? Ich muss jetzt mal OT fragen. In Teilen, aber ich meine, was schad's? Ja, so halbwegs, aber. Also ich meine, am Ende in der Position, in der ihr sucht, klar sind das da immer noch gierige kleine Mistsäcke, die richtig viel Motivation und auch richtig viel Bock haben, sich hochzuarbeiten. Ne? Da ist auch Ellbogen, wird schon ausgefahren. Aber was die Leute quatschen immer über Evo, dass sie so tolerant wären. Niemals darfst du das Wort Toleranz vor so einem Evo-Typ in den Mund nehmen. Toleranz wird schon bei denen als Rassismus betrachtet und das quasi Staatsverrat. Die sind nicht tolerant, die wissen einfach nur, den Wert von Heterogenität zu schätzen, verstehst du? Jeder bringt nämlich seinen individuellen Scheiß, bringt er mit rein und das übel geil, weil jeder ja was zu bieten hat, was ganz Besonderes. Weißt du, Differenz ist geil, ist Stärke, ist Wachstum und nicht irgendwie doof oder so. Verstehst du? Toleranz ist böse. Verstehst du? Ja. So, und das heißt auch, ich sehe, du hast geile Tattoos. Die stehen auf das. Die stehen auf so individuellen Scheiß. Wenn der Typ, wenn der in einer einigermaßen Führungsposition arbeitet, in seiner Freizeit, fährt er dann die Biolumineszenz-Tattoos aus und die kleinen Mini-Tentakeln aus dem Gesicht und so. Biomodding, übel geil. Doch shit. Alles klar. Wenn die unter sich sind und arbeiten, haben die das zum Teil auch an und dann der neueste Shit wird, ey. So bist du halt gleich mal, bist halt gleich mal richtig geil, wenn du den hast. Okay. So, also nicht, je nachdem, wo er sich dann treffen will, muss er natürlich gucken, dass er in die Umgebung passt. Aber gerade bunt und so, schon geil. Du kannst dich ruhig noch ein bisschen rausputzen, nur weil du in Ort bist, heißt das nicht, dass du dort irgendwie cool bist. Mhm. Okay. Jojo grinst, das kriegen wir hin. Okay. Das sind die wichtigsten Sachen. Dann ich programmiere mal meine. Scheiß geht schon. Ich programmiere mal meine kurzen Augen, dass die einfach mal so blink, blink. Das geht schon eher in die Richtung. Das ist schon eher Normalität bei Evo. Verstehst du, du willst? Ja. Wenn du. So ein Typ, der kommt ja schon, der ist ja nicht in einer fucking Archäologie oder so, aber der ist ja schon viel unter seinesgleichen und wird viel mit der Propaganda zugemüllt. Das heißt, für den ist Normalität was ganz anderes als für dich und für mich. Das heißt, du willst ja nicht zu sehr verstrecken, dass es draußen ganz anders ist als drinnen. Das heißt, ein bisschen rausputzen kannst du ja schon. Okay. Und nein, er hatte keinen Schlaganfall. Ich finde das übrigens sehr cool, wie du das jetzt machst. Ja. Alles klar.
Duty. Schlurft man noch in auf dem Geschäftsabschluss oder was? Na klar. Okay, scheiße. Er holt doch mal einen richtig schönen Bodig voll rum. Und dann wurde er einfach hinter ihr bechert. Und dann freut er sich. Ja. Nice. Wie uns auch. Muss mal gucken, wie ich das mit den Kojoten geklärt kriege. Ich würde das gern folgendermaßen abhandeln. Und zwar über Charisma und über Reden. Dieser böse Skill. Nein, verhandeln ist der, wo ich immer sage, den brauchst du nie. Ja, ich habe noch nicht genug Karma, um überreden zu steigern. Kannst du Edge benutzen. Das werde ich vermutlich auch müssen. Alter! Was läuft halt bei dir? Alter. Ich hab ihn einen Bonuswürfel gegeben, weil ich mir dachte, das ist ja was sie vielleicht gar nicht wollen, dem verzeihen. Es macht echt keinen Spaß mit dir. Ich hab keine Chance. Doch! Folge! Ja, gut. So gut. Ich weiß überhaupt nicht, was dein scheiß Problem ist. Also, ich hab kein Problem. Es sind harte Verhandlungen. So. Aber auch den Kojoten wird klar, dass ihr eigener Arsch wichtiger ist. Ich sprach schon mehrmals davon, dass die an Territorium verlieren. Dass sie den Rückhalt der Bevölkerung verlieren. Das heißt, ihr liefert ein paar mehr Waffen zu günstigeren Konditionen und übernehmt mal eine Schicht, das können ja zum Beispiel Prospects machen, der Lagerhausüberwachung. Mit Prospects meine ich mal nicht Kabern, weil Kabern ja gerade gebraucht wird. Yep. Aber du musst schon ein bisschen deines Verhandlungsgeschicks benutzen. Und mit Verhandlungsgeschick meine ich Überredungskunst, denn Verhandeln braucht keiner. Okay. Und vor allen Dingen, hast du gesagt, du hast nicht genug Karma, um fucking überreden zu steigern? Habt ihr nicht einen übelsten Auswurf an dem Scheiß bekommen vor nicht allzu langer Zeit? Ja, haben wir, aber das war nicht genug. Ach so! Es ist nie genug. Du weißt doch, wie das ist. Das fliegt dann immer in Dinge rein. Mir sind noch nie 30 Karma einfach irgendwo hingeflogen. Hä, 15? Und davor waren es 30. Im Forum, dieser Wert, dieser gigantische, den ich ja mal gepostet hatte, den ich mal, weil wir so lange gesprungen sind und ich ja mal euch eine Aufwertung gönnen wollte, den hast du unterschlagen. Hm. Ups. Ja, gut. Ich habe vorhin noch ein bisschen Karma übrig. Obwohl, ich hatte das eigentlich in deinem Charakterblatt aktualisiert. Hast du der Dropbox überhaupt mal in letzter Zeit angehabt? Das ist jetzt der aktuelle Dropbox-Charakter. Ist die auch an? Jetzt gerade nicht, die habe ich ausgemacht, weil wir ja gerade spielen. Ja, ja, aber wenn ich ihn da aktualisiert habe und du den zwischenzeitlich nicht wieder anhattest, ist der nicht aktuell. Ja, die war doch an bis vorhin. Achso, das wusste ich nicht, okay. Ich habe sie nur jetzt kurz vor diesem Abend ausgemacht. Dann habe ich diese 30 Karma da offenbar nicht reingepackt. Okay. Gut. Ja, dann werde ich das wohl beim zweiten Mal reinschreiben. Ich sehe schon kommen, wie das passieren wird. Am besten gleichzeitig. Jeder drückt mal 30 drauf. Das ist ja richtig gut. Aber gut, du hast es geklärt. Dann wird sie Elvis Bescheid geben. Achso, der Satz ging jetzt nicht mehr weiter, ne? Das hatte ich jetzt auch erwartet. Ja, ich wollte irgendwie noch was Cooles sagen und dann fiel mir aber nichts mehr ein. Oh, guck dir diesen russischen Namen an. Mark Oliver. Oder Oliver Mark. Oliver Mark. Also, ihr schreibt euch folgenden Namen als Evo-Connection schon mal ins Charakterblatt. Wer weiß, ob wir den nochmal brauchen, aber das ist ja erstmal irrelevant. Jascha Kirillov. Alles klar. Die werden nicht mehr groß geschrieben. Was ist da los mit denen? Natürlich wird das alles groß geschrieben, Mann. Alles? Oh Gott, nicht nur die Anfangsbuchstaben. Nein, du schreibst es jetzt in Caps in dein Charakterblatt. Und wenn ich was anderes sehe, wenn ich ihn das nächste Mal kriege, dann roste ich aus. Das wirst du dir A nicht merken können und B, mach doch. Ich höre das zweimal. Denk dran.
Ja. Aber. Ich denke einfach, dass du es dennoch nicht weißt. Das kann sein. Ah, noch so ein guter russischer Vorname. Granit. Mhm. Man könnte glatt meinen, der eine heißt Kanister und der andere ist Kopf oder so. Okay. Jut. Er wird dann quasi, wenn er das erfährt, dass er sich da wieder blicken kann, sich erstmal tierisch freuen und dann euch enttreffen geben. Und zwar ist das dann in ein paar Tagen, Daten sind völlig irrelevant. 22 Uhr in ah, sehr gut. Im Tempel der Genüsse. Was selbstverständlich. Oh Gott. Ist natürlich kein der Evo. Der Insel der Freude, meinst du? Nee, das ist ja ein Flor dann quasi. Die Insel der Freude. Das andere ist Wolke 7. War jetzt auf Asterix und Obelix geklaut. Ja, aber hat mir gefallen gehört. Das ist halt ein Geschoss davon. Also, okay. Das ist kein Evo-Schuppen. Das wäre ziemlich dämlich, sich dort zu treffen. Aber ich sag mal, es ist ein mittelklassepreisiges Etablissement, wo man verschiedentliche Sinnesfreuden erfahren kann, inklusive legaler Substanzen. Die gehen so ein bisschen in die Richtung vom Acid, aber halt nicht so extrem. Sondern Substanzen, die vermutlich auch in mehreren Jahren noch legal sein werden, aber dennoch ein bisschen das Bewusstsein erweitern. Natürlich aber auch andere Sinneserfahrungen durch Simsin sind dort möglich und also die haben dann halt ganz speziellen Stuff und auch ganz tolle Qigong-Massagen nach russischer Art. Also mit einem Hackbeil. Und mehr. Also alle, eigentlich alles, okay? Alles, was Jojo hasst. Ja, du wirst ja dort nicht per se angefasst. Es gibt dort auch ein Restaurant, wo du quasi die Sinneserfahrung des Essens, ganz neu, dir nochmal und so weiter. Dorthin wird er euch auch einladen. Gibt's auch ein Bordell? Natürlich, aber das wird doch nicht so genannt. Aber das sind dann die nee, das ist Wolke 7, das ist eigentlich ganz gut. Das ist dann quasi wo körperliche Sinneserfahrungen ja auch nochmal ganz neu gemacht werden können. Das ist nicht nur ein Bordell, aber ich sag mal, nix muss alles können. Zieht euch ordentlich an, das ist in der fucking Mittelschicht. Da hab ich mannigfaltig Kleidung. Ich nicht so, aber. Aber es ist dennoch Freizeit. Also mit einem Anzug dorthin zu kommen, wirkt dann ein bisschen strange. Das stimmt, ha. Aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Sag mal so, bin ich gut genug, um mir selbst Kleidung zu nähen, die dadurch etwas ungewöhnlich ist? Du machst einen Wurf und gibst ein bisschen Geld aus. Ich nehme mal an, das läuft auf Geschick, ne? Oder Intuition, aber spielt keine Rolle, oder? Spielt keine Rolle. Vielleicht gibst du auch einfach ein bisschen mehr Geld aus? Ich gebe auch ein bisschen mehr Geld aus. Ich wollte gerade sagen, da muss jetzt tatsächlich mehr Geld ausgeben. Für euch beide 1,6. Boah! Ihr habt noch eine Gruppenkasse, ne? Stimmt. Soll ich das da eintragen? Ja. Bitte. Bist du eigentlich auch noch massig Klamotten haben? Du bist eine Frau, du hast ewig massig viele Klamotten. Dann kannst du dir jetzt Special Ausgehe Mittelschichtkleidung eintragen, aber natürlich auch. Ihr müsst das nur so kennzeichnen, dass sie halt Special ist. Und Freizeit natürlich. Ihr habt noch 2260 nur in der Gruppenkasse. So, jetzt müsste ich nochmal kurz erfahren, inwiefern du besonders und special meintest.
Naja, zum einen ist es halt selbst genäht. So, die Sache ist jetzt, es ist Sommer. Na, was ich dann am ehesten, muss es ja, ich sag mal, Evo steht ja auch so ein bisschen auf Kram, der irgendwie einigermaßen modern ist, richtig? Die haben ja ihre eigenen Modelinien. Jeder steht auf Kram, der modern ist. Ja, die haben aber ihre eigenen Modelinien. Ja. So, ist da irgendwas bei, da ist bestimmt irgendwas bei, was auch so ein bisschen Alternative-Scheiß-Dingsbums ist, oder? Also sag mal, wenn man Nagas zu Staatsbürgern erklärt, muss es einiges geben, was ein bisschen alternative ist. So, das heißt, Jojo hat auch genug Möglichkeiten, an denen sie sich orientieren kann. Ja, na klar. Und ein bisschen Stilmix betreiben kann. Ja, na klar. Alles klar. Ich sag mal, per se immer so ein bisschen Steampunk mit reinbringen, das funktioniert immer. Nee. Schade. Das funktioniert nicht immer. Okay. Ich glaube, Evo mag auch eher organische Formen und Accessoires. Alles klar. Machen wir auch. Kein Problem. Kaban, ich bräuchte nochmal deine andere Milz. Ich hatte nur eine. aber das ändert ja nichts, dass Kaban zum Beispiel Zugriff auf Naturmaterialien hat. Ja, habe ich. Die man dann durchaus auch verwenden kann. Das gute alte Sommerfell. Nee, aber zumindest Leder oder irgendwie Horn oder irgendwas, was du zum Beispiel als Dekoration oder sowas verwenden kannst. Ja. Ja. Um sowas ging's mir. Ja, kann man machen. Und ich sag mal, auch aus Leder, das da ist, kannst du noch ein Sommerkleid machen oder sowas. Überschätze nicht, wie viel Kaban davon zur Verfügung steht, aber ja, um kleine Elemente einzubringen, natürlich schon. Zum Beispiel. Und natürlich auch deine Kunstfertigkeit mit der Metallurgie macht dann natürlich einiges möglich. So einen schönen Eisenring da einschlagen, der dann irgendwie am Rücken irgendwas zusammenhält, natürlich für Kaban, ist natürlich eine schöne Sache. Was für mich nicht. Für dich ist es langweilig. Der ist viel zu viel Spannung drauf, wenn bei dir hinterm Rücken was zusammengehalten werden muss. Ich sag mal, jetzt Jojos Stahl ist Judas Stahl. Achso. Das geht schon. Ja, ich hätte übrigens einen Monat mal genutzt, um mein Tattoo quasi zu stechen zu lassen. Natürlich Nanit-basiert. Nice. kann man diese Naniten-Tattoos auch dazu bringen, dass sie sich dynamisch hin und wieder verändern? Sprich, dass der diese Granate mal zerbeißt? You know? Schon, aber das wäre halt langsam nicht in dem Bereich, wo es Essenz kostet, aber in dem Bereich, wo es tatsächlich mal Geld kostet. Was dir ja gerade nicht so richtig zur Verfügung steht. Ja, das ist richtig. Ich sag mal so, wir machen das jetzt so. Du hast jetzt ein Tattoo, wo das nicht zerbeißen kann, wo du Farben verändern kannst und das ausmachen kannst. Solltest du später ein Upgrade erwägen, dann bezahlst du was drauf. Das kriegen wir. Sehr gut. Dann muss meine Anziehklamotte natürlich den Unterarm freilassen. Ja, na klar. Du musst ja mal zeigen, was man hat. Ja. Ich möchte bitte, dass sie jetzt eine Teamwork-Verkleidungsprobe macht und jeder der beiden bekommt zusätzlich +2. Okay, die würfelst du, Kaban. Ich unterstütze dich. Achso, okay. Dann musst du würfeln. Das stimmt. Ihr habt eine Datenwanze? Ja. Krasser Shit. Aber ihr habt ja auch 2 Disco-Kugeln gegen Laserschranken. Alter! Ich hätte würfeln sollen. Also +7. Ob dieses epischen Wurfes werde ich dein Limit aussetzen. Achso, normalerweise bekommt ihr übrigens für jeden, der Teamwork mitmacht, +1 auf das Limit, aber das spielt ja meistens nicht so die Rolle. Jetzt hast du mich mit deiner +7 gerade völlig irritiert.
ihn duschen und begleiten, wollen wir begleiten. Begleiten da. Tja! Easy. Wäre sogar noch im Limit, glaube ich, oder? Es ist irrelevant, ihr habt einfach 6 scheißer Folge. Ich sag mal, es stimmt einfach alles. Ihr werdet die Verkleidung jetzt zum Glück auch nicht im Hause der Gang vornehmen. Aber sonst würden wir da direkt verprügelt werden. Nein, die wird noch nicht verprügeln, aber ich sag mal, man könnte schon mal ein Bild machen und kichern. Erst, ich bin wunderschön. So. Komik entsteht ja häufig durch das, was man nicht kennt und erwartet. Du kannst ja trotzdem wunderschön sein oder so. Was? Egal, was ich mir da zusammengeschneidert habe, ich fühle mich wunderschön. Du bist eine Fee. Ja. Gut. Ein Wichtel. Auch das. Ich sag mal, sie betont eure individuellen Eigenheiten. Und das ist doch die Hauptsache. Außer bei Kaban, wo es einen Teil der individuellen Eigenheiten weglässt, die bezeugt, welche Unformen zum Teil seine Muskeln aufweisen, denn das muss ja nicht jeder sehen. Gedenkt ihr, Waffen mitzunehmen und wenn ja, welche? Bist du wahnsinnig? Ja. Man nimmt mich mit. Oh, wir hatten das schon. Ich kann zaubern. Kaba kann auch zaubern, er kann machen, dass die Luft stinkt. Ihr sagt also der Notfall-Pitchen-Shaman. Der Notfall-Pitchen-Shaman, beziehungsweise das Einzige, was gibt's denn da noch, was legal ist, was man mitnehmen kann? Taser. Pfefferspray. Ja, Taser und Pfefferspray wird halt immer eingang abgenommen, aber ja, das kannst du legal mitnehmen. Der Pfefferspray kann jede Frau in der Tasche haben, das ist vollkommen in Ordnung. Waffen damit reinnehmen, gedenke ich nicht, zur Not gar nicht zaubern. Wenn alles schief geht. Es ist zwar ein Mittelschichtgebiet und ein gutes Gebiet und da will man es eigentlich nicht, aber es ist nur der Notfall-Pitchen-Shaman. Habt ihr nicht jetzt sogar irgendwie eine geile Keramikwaffe? Wir haben eine geile Keramikwaffe. Aber es ist Sommer. Das stimmt. Wir können natürlich unsere zusammenklappbaren, zusammenbaubaren. Echt mal, ihr könntet die fucking Friedenspfeife mitnehmen. Das stimmt. Wenigstens eine davon. Das in der Handtasche. Dafür ist sie doch da. Aber die braucht so lange, um zusammengebaut zu werden. Das ist das Problem. Es ist besser als nichts. Das ist wahr. Richtig, der eine ich nehme meine Friedenspfeife mit. Yay. Kann ich sie auch am Koffer tragen? Dann nehme ich meine auch. Ja, na klar. Sehr gut. Gut. Der Tempel, wie auch immer ich ihn genannt hatte. Der Tempel. Vorhin, es ist 1000 Millionen Grad warm. Nur außen. Man könnte jetzt sagen, da ist nicht viel los, aber vermutlich soll das so sein, damit man zumindest im Eingangsbereich eine ruhige, entspannte Atmosphäre haben kann, weil man ja nicht weiß, welche Sinneseindrücke die Besucher erfahren möchten. Ihr werdet natürlich freundlichst begrüßt. Man wird euer Outfit loben, dass es wirklich sehr schön ist. Man wird ein bisschen Smalltalk halten. Während man überprüft, ob ihr zum Beispiel irgendwas bestellt habt oder so, da wird man feststellen, also ja, die gehen ins Restaurant. Und dann wird man euch zum Platz führen, wo der Dude sitzt. Der Dude ist circa 50. Mit einem schicken Undercut. Selbstverständlich sind es fucking Glasfaserhaare. Mit der Funktion, sich leicht zu wiegen. Die natürlich, was will man anderes mit Glasfaserhaaren machen, regenbogenartig sich wechselnd sind. Des Weiteren verfügt der Mann über Hautmodifikationen der Gestalt, zumindest an den Armen, im Gesicht aber nicht, dass sie, das ist jetzt quasi doch wieder Steampunk-Scheiße,
Tja, jetzt ist es zu spät. Dass sie wie so ein Puzzle sich ineinander verschieben können und ständig, du weißt schon, wie so ein kompliziertes Steampunk-Schloss halt, habe ich mir jetzt vorher nicht so gut überlegt, aber ist egal. Das, was du mir für mein Metalldings nicht erlaubt hast. Nee, weniger organisch, sondern tatsächlich stark abgegrenzt. Okay. Wie ich kann es jetzt nicht beschreiben. Wie so ein sich veränderndes Labyrinth, so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Schöne ist, wenn wir das nämlich jetzt auch gemacht hätten, wäre das hier beides nicht mehr individualistisch. Das ist ja quasi, als wenn du mit derselben Klamotte auf der Party wie alle anderen auftauchen. Das meine ich nicht. Ich meinte für meine, in Anführungsstrichen, Nicht-Schamanen-Maske. Da wollte sie, dass das ständig im Fluss und in Bewegung ist. Und ich habe gesagt, ja, aber ganz langsam. Quasi kaum zu beobachtend langsam. So. Auf jeden Fall wird er natürlich aufstehen, wie es sich gehört, euch händeschüttelnd begrüßen. Seine Hände sind sehr kalt. Und dabei natürlich auch ein bisschen so eine ganz kleine Verbeugung, nicht direkt, aber so ein Kopfnicken andeuten. Dann wird er natürlich auch den Stuhl für Jojo zurückziehen und auch für Kaban. Bevor er sich selbst da niedersetzt, die Karte nochmal kurz studiert, bevor die Saftschubse ankommt, fragt, was er saufen und fressen wollt, und dann, und der bezahlt natürlich, das ist ja klar. Dann, ja. Wie ist der denn drauf? Also auch so von der Gesprächsführung her, ist das eher ein Hi, ein guten Tag, ein Hallo, ein nur damit ich weiß, oder damit wir wissen, wie wir mit ihnen reden müssen, quasi? Geht gleich los. Also. Okay. Dann wird nämlich erstmal das Essen kommen und da wird noch ein bisschen mit euch smalltalken über vor allen Dingen das Ambiente, ob ihr schon mal hier wart und so weiter. Er wirkt. Das Umfeld ist ihm nicht unbekannt, was ihm gewissermaßen Sicherheit bietet. Der hat offenbar nicht so häufig mit so Leuten zu tun und die Information darüber hin, ob das er es tut, könnte ihn natürlich sowohl Posten als auch Kopf kosten. Das macht es natürlich nicht ganz so leicht für ihn. Aber er hat schon jetzt einen Freizeithabitus und nicht einen geschäftlichen, ne? Natürlich sieht's der euch. Aber das ist trotzdem eher freundlich, freizeitlich, wie Leute, die du kennengelernt hast, wo man halt Leute kennenlernt. Ne? Wirkt er so, als ob ihm das sie eher unangenehm ist, also eher ungewohnt ist, oder ist das jemand, der einfach wirklich normal, für den das normal ist, dass er sieht? Natürlich ist es für ihn scheiße normal, wenn er fremde Leute kennenlernt. Das ist ein fucking Konzern, du, der hat benehmen gelernt. Nee, natürlich, aber zum Beispiel gibt es ja auch, wenn der Habitus, ich weiß nicht, wie der Habitus bei Dings ist, aber bei Horizon hätten sie jetzt wahrscheinlich geduzt. Ja, bei Horizon, Alter, aber Horizon ist Evo 5 Schritte voraus. Das mag ja alles Horizon sein, ist aber das Beste. Du musst auch Folgendes mitbedenken. Ich weiß nicht, was bei Evo ist, deswegen frage ich. Er ist einer der spannendsten Menschen der Welt. Er ist nämlich im Finanz- und Bürokratie-Dienstleistungssektor, ne? Ja, aber Sau. So, dafür ist er halt ziemlich entspannt, aber er kennt euch nicht. Es ist halt ein Problem, weil es da doch ein bisschen Anspannung erzeugt, aber er ist nicht, die Arschbacken kneifen sich nicht so fest zusammen, dass man einen Diamanten daraus pressen könnte. Alles klar. Dann wird Jojo von ihrer Art her sich einfach bemühen, locker zu sein, den Smalltalk mitzumachen und gucken, dass sie dann irgendwie gegebenenfalls, auch wenn auf dem Weg irgendwas war, weiß ich nicht, so ein paar Sachen oder irgendwas, worüber man reden kann, lockeres Thema, damit er ein bisschen sich entspannt und sie lächelt, ist freundlich und nett und plauderig. Gut, macht doch beide mir nochmal Gebräuche. Yay. Pass auf, jetzt versau ich's wieder. Hast du nicht sogar irgendeine Spezialisierung? Nee. Okay. Warte, ich guck nochmal, ob ich eine Spezialisierung hab. Raputnik. Nee. Ich wollte es nur auf 4 heben. Ach so. Ich kriege es hin. Zwei Erfolge ist nicht grob. Zwei Erfolge ist gut, Daddy. Echt? Okay, dann kriege ich es wieder. Ich meine, du bist nicht mit dem mit sowohl Geschäftswelt als auch Evo-Welt vertraut. Und die Umgebung ist halt auch vielleicht nicht deins. Aber zwei Erfolge ist halt immer noch, du verhältst dich in jeder Situation angemessen. Ja. Deine Leistung ist sehr befriedigend. So. Der wird ich bin sehr befriedigt.
Er wird dann, beim Essen spricht man ja nicht ganz so viel, das heißt, irgendwann wird dann ein bisschen, aber es ist keine unangenehme Stille, Stille einkehren. Dessert wird man sich ja vielleicht sparen. Nee, wird man nicht, aber man wird es mitnehmen. Der wird dann mit euch quasi einen Raum aufsuchen mit einer Art verbesserter Wasserbetten, Stühle. Der ist nämlich ruhig abgegrenzt und offenbar auch abgeschirmt. Dazu gibt es Wahlmusik, entspannte und aromatisch eingeleitete Düfte. Nach Baltran. Nach Trockenfisch. Nein, geil. Aber eine sanfte Meeresbrise natürlich, die man so in Moskau natürlich nicht kennt. Kaban, du riechst zum ersten Mal eine Meeresbrise. Ja, ich bin irritiert. Die Meeresbrise ist auch um einiges frischer als die Jojo wohl kennt. Mit Sicherheit. Es ist irritierend. Es riecht nach Salz. Und Fisch. Das ist natürlich eine schwache Brise, ne? Ist klar. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt. Ja, das ist sehr gut, ja. Ich muss sagen, ich möchte ja jedes Mal eigentlich ganz gern hintergehen und persönlich den Koch loben. Ich finde, es ist hier wirklich das beste Essen, was ich so überall, wo ich bisher war, und ich war ja schon doch einige Male auch unterwegs und vielleicht auch in etwas gehobeneren Einrichtungen, Etablissements, ist es doch wirklich das Beste, was mir so untergekommen ist. Das kann ich nachvollziehen, es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Das freut mich, dass es Ihnen auch geschmeckt hat. Oh. Genau, also der ist jetzt, Der ist jetzt, die Alte ist jetzt bereit, ihr Fell zu wehren. Naja, nee, ich, so dadurch, dass wir jetzt vorhin nicht mit ihm geredet haben. Der wirkt jetzt nochmal etwas gelöster, scheint wohl sein Lieblingsraum zu sein. Es ist sicherlich sinnvoll, ihm da doch kurz ein paar Minuten Zeit zu geben. Natürlich. Das macht ja auch die Umgebung quasi dingsig, außer Kaban, der kurz die richtige Position finden muss, weil der Sessel offensichtlich nicht ganz für seine Masse ausgelegt ist. Für seine Größe schon, aber die Knochen, die du hast, die sind ja ganz schön schwer. Das ist richtig. Aber ist okay, nachdem da ein bisschen Zeug sich abgelassen hat automatisch, passt das auch perfekt rein. Ja, die Software ist etwas langsam. Das ist mir auch schon aufgefallen. Leute mit humanen Optimierungen sind hier zum Teil tatsächlich ein bisschen benachteiligt. Ich hoffe, das geht jetzt. Das ist, es ist jetzt ein bisschen bequemer. Sehr gut, danke. Na gut. Wir haben ganz ähnliche Produkte, also Metal hat vor nicht allzu langer Zeit ganz ähnliche Produkte, nein, es war Meta-Ergonomics herausgebracht, die sind tatsächlich etwas besser, um sich schneller da anzupassen, wenn sie da Interesse haben. Also, Entschuldigung, ich bin ganz im Geschäftsmodus, obwohl das ja nicht mehr mein Arbeitsfeld ist. Das färbt manchmal ab, wenn man die Kollegen hat, die richtigen. Kann ich verstehen. Haben Sie mal im Verkauf gearbeitet? Das nicht, aber ich war ja an der Universität, also direkt an der Evo-Universität und hatte da aufgrund gemeinsamer Hobbys und Interessen, um ganz ehrlich zu sein, die gemeinsamen Interessen waren, eine gemeinsame Frau, also so die, was man eigentlich aus der Schule kennt, das hatte ich da nie, also die Klassenangebetete, wie auch immer, auf jeden Fall da der Freundeskreis, der ist dann in den Vertrieb gegangen und in den Verkauf und daher, die sehe ich auch heute noch relativ häufig, daher habe ich da vieles mir irgendwie abgeguckt, was sie auch nicht ablegen können in der Freizeit. Das ist verständlich. Wenn der Freundeskreis das mitmacht, dann kommt das, glaube ich, zwangsläufig. Ja, ich nehme an, Sie haben ähnliche Erfahrungen, wo arbeiten... Ach ja, Entschuldigung, das ist ein bisschen merkwürdig.
Jojo schmunzelt, sie lacht sogar ein kleines bisschen, aber leise, also nicht unangenehm, aber irgendwie. Ja. Oh, das kam auch mal jetzt. Ja, wir sollten das schnell zu Ende bringen. Erstmal ist es so, sagt er jetzt was dazu, oder war das so? Jojo findet das gerade gar nicht so schlimm, die ist eigentlich gerade ganz entspannt, also verhältnismäßig. Nee. Kann man das ja auch gebräuchlich in zwei Erfolge. Es war ihm jetzt nur ganz kurz ein bisschen unangenehm, aber für ihn lockert lockert das dann doch auch noch mal ein bisschen auf, dass er jetzt darüber schmunzeln konnte, über diese dumme Frage. Es scheint noch alles sehr entspannt. Sehr gut. Und auch du benimmst dich nicht mal im Ansatz daneben. Ja. Gut, aber wo wir gerade bei dem Thema sind. Gibt es ja tatsächlich eine Sache, die wir besprechen wollten und weswegen wir uns überhaupt getroffen haben. Ja, mir wurden da Andeutungen gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich, wie weitgehend ich mich da direkt mit Ihnen unterhalten möchte. Fangen Sie doch einfach an. Gut. Also es geht im Großen und Ganzen um einen Namen und beziehungsweise um eine Person, die vor kurzem leider aus dem Leben geschieden ist. Und möglicherweise in Verbindung steht mit ein paar Ungereimtheiten, die für uns von einer gewissen Relevanz sein können. Ja, es gibt teils praxisorientierte experimentelle Forschung, die nicht immer gut ausgeht, aber ich kann Ihnen da, wenn, es tut mir leid, wenn ein Bekannter oder dergleichen von Ihnen vielleicht Opfer der Umstände oder Opfer der Optimierung war, aber da kann ich tatsächlich relativ wenig machen. Nein, darum geht es nicht. Und zwar geht es da um einige, ich sag mal, einige abgeschlossene Verkäufe, die so wie sie abgeschlossen wurden, es gibt Geldströme, sag ich mal, die nicht ganz so gelaufen sind, wie sie wahrscheinlich hätten laufen sollen. Ach, in unserer Firma? Genau. Aha. Wie gesagt, diese Person. Um wen handelt es sich denn? Sie gibt ihm jetzt den Namen. Ah. Aha. Wissen Sie mehr zu dieser Person? Unabhängig davon, ob sie ob unsere Vereinbarung dann gegebenenfalls zustande kommt oder nicht, ist es eigentlich die Frage, ob eine Vereinbarung überhaupt möglich ist. Natürlich weiß ich einiges dann doch über meinen ehemaligen Vorgesetzten. Über Unregelmäßigkeiten bin ich tatsächlich bisher nicht informiert worden. Und habe das nie mitbekommen, was nichts heißen mag. Ich wäre aber natürlich gern bereit, Unregelmäßigkeiten aufzudecken oder nicht aufzudecken, aber zu bemerken und vielleicht an Sie weiterzugeben, wenn es das ist, was Sie interessiert. Nicht direkt. Ich sag mal so, da es sich um Ihren ehemaligen Chef handelt,
bedeutet das sicherlich, dass auch Ihnen damit einige Türen möglicherweise offen stehen. Das war zu hoffen. Ich hielt mich auch immer für einen fähigen Mitarbeiter. Man hat tatsächlich mich jemanden nachgezogen, der jetzt ganz frisch von der öffentlichen Universität kommt, ein wirklich kompetenter junger Mann, leider recht unerfahren. Ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, inwiefern er eine gute Führungspersönlichkeit wäre. Und es ist natürlich ganz klar, dass er mit frischen neuen Ideen von der Universität kommt, was sicherlich frischen Wind in unsere Abteilung bringt. Ich kann nicht ganz verhehlen, dass ich natürlich auch etwas enttäuscht und verwundert bin, weil ich doch jemand bin, der relativ viel Erfahrung gesammelt hat und der auch stets sich bemüht hat, sowohl Richtlinien einzuhalten, als auch zum Gewinn von Petrovsky Security beizutragen. Also ich meine, ich habe natürlich damit gerechnet, dass man jemand anderen jetzt da in diese Position einsetzt, aber es war doch ein wenig, wie soll ich sagen, es war doch am Ende ein wenig enttäuschend. Dieser neue Vorgesetzte würde es mir natürlich schwer machen, gewisse Vorgänge intensiv und für mich ungefährlich unter die Lupe zu nehmen. Das ist absolut verständlich. Und ich bin mir sicher, dass sollte sich herausstellen, dass dieser Vorgesetzte vielleicht gar nicht geeignet ist, dass man mir dann als zweite Wahl, die ich tatsächlich war, und unter den derzeitigen Umständen, wo er tatsächlich relativ im oberen Personalbereich Probleme entstehen, dass ich dann tatsächlich auch einen für mich doch angestrebten Posten erreichen könnte. Mhm. Das Gerücht geht ja um es, ich halte das für infam und ich halte das für unverschämt. Ich möchte es ja kaum aussprechen, aber es hat mich so entsetzt, dass ich gehört habe, dass diese neue Führungsperson bei zwei Treffen von Humanis dabei war, wo man immer versucht, neue Mitglieder zu rekrutieren, arme Seelen zu fangen, was natürlich bei zwei Treffen, das wäre sehr kritisch natürlich in einer solchen Position in unserem Konzern, wenn jemand da solche Interessen gezeigt hätte in der Vergangenheit, in welchem Lebensalter das auch immer war. Natürlich, und dann auch noch genug Interesse, um sich ein zweites Treffen, um einem zweiten Treffen beizuwohnen. Ja, jemand mit solchem Verstand und der ja auch seine Wertschätzung gegenüber Verschiedenheit eigentlich immer betont hat und immer betont, dass der an derlei, das wäre natürlich ein schwerer Schlag. Absolut. Ja. Also da ist die Eignung für einen solchen Posten mit Sicherheit in Frage zu stellen. Stark in Zweifel zu ziehen, ja. Ich dachte, wir wären vielleicht Vorreiter für ein neues Miteinander in der Welt. Das wäre natürlich dann dem nicht zuträglich. Also ich möchte auf diese Gerüchte nichts kommen. Also ich möchte auch auf meinen Vorgesetzten nichts kommen lassen. Um Gottes Willen. Natürlich nicht. Der Name ist ja öffentlich durch die Einstellungsverfahren und durch die kleine Ankündigung, die es dann doch gab, im Zuge der Bekanntgabe des Suizids, ist ja öffentlich einsehbar. Auch die Arbeitsstelle als solches und sein Wohnort ist mir bekannt, den möchte ich hier natürlich nicht nennen. Aber das ist jetzt eine ganz dumme Situation. Er nennt euch die Straße. Das wäre sein Wohnort. Ich denke, Zugänglichkeit wäre möglich, aber Zugänglichkeit innerhalb der Wohnung
Vermutlich nicht. Also wenn man ihn auf der Straße dort sehen würde, wäre das, könnte man ihn sicher problemlos, wenn man sich auskennt, folgen, ohne dass sich jemand merkt. Aber ich denke, die Wohnung, das wird sehr schwierig. Ich bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, was genau sie möchten. So viele Informationen über ihren ehemaligen Chef, wie sie bekommen können. Aber in Bezug worauf? Auf eine Geschäftsbeziehung, denke ich. Auf eine Geschäftsbeziehung beziehungsweise einen Kontakt in eventuell sogar ein organisiertes kriminelles Milieu. Herr Schrupov bei in einem kriminellen. Ich fürchte, Sie müssen das vielleicht verwechseln. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oder zumindest eine. Ich sag mal, auch Leute wie er kommen vielleicht in Situationen, in denen sie zu sehr verzweifelten Maßnahmen greifen. Auf irgendeine Art und Weise, sei es ein Lebensumstand, der sich sehr zu seinem Nachteil entwickelt hat oder irgendetwas anderes. Und manchmal greifen auch Leute, bei denen man es nicht erwartet, dann zu verzweifelten Maßnahmen. Sicher, aber ich... Die ihn dann vielleicht in eine Situation gebracht haben, die eine solche Verbindung in irgendeiner Form, auch wenn sie möglicherweise nicht freiwillig war... Er schien mir als äußerst integer und ich meine, als Sicherheitsunternehmen kann ich mir nicht vorstellen, dass er in Bedrängnis geraten sein sollte, wer will ihm denn da etwas anhaben? Man verfügt ja dann doch über Mittel, um sich zu erwehren, oder? Sehe ich das falsch? Es kommt drauf an, mit wem er sich eingelassen hat. Von welcher kriminellen Organisation gehen Sie denn aus? Möglicherweise von Syndikaten. Nein, Sie machen... Aber genau das möchten wir von Ihnen erfahren. Genau. Wir wissen nicht, ob es so ist. Aber es gibt Vermutungen in diese Richtung. Innerstädtische Syndikate? Ja. Das wäre ja... Ja, ich werde versuchen, dem nachzugehen. Es wird, wie gesagt, sehr viel einfacher, sollte ich einen anderen Posten bekleiden. Ich werde sehen, ob sich da Verbindungen ziehen lassen. Selbstverständlich. Wir werden sehen, dass sie erstmal die Möglichkeit erhalten, gewisse Nachforschungen anzustellen. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns noch einmal treffen und dann können wir Ihnen auch noch weiterreichende Informationen geben, die Ihnen die Suche möglicherweise erleichtern. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das der Fall ist, aber es wäre möglich, auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auch nicht direkt, sondern indirekt. Allerdings gab es bei... Er scheint dir gerade nicht richtig zuzuhören, übrigens. Okay. Dann wartet sie. Meinen Sie, es könnte sich überhaupt nicht um einen Selbstmord handeln? Meinen Sie vielleicht, dass das Syndikat hat ihn vielleicht getötet? Nein, das glaube ich nicht. Es wäre ja naheliegend. Die genauen Umstände seines Dahinscheidens sind erstmal ungeklärt.
Vielleicht war es ein Selbstmord. Es ist sogar wahrscheinlich. Wie gesagt, je nachdem, in welche Situation er sich befunden hat, kann seine Lage auch verzweifelt genug gewesen sein. Und die Dinge, die dort passiert sind, sind nicht auf freiwilliger Basis passiert. Beziehungsweise waren nur. Aber ich gehe ja richtig in der Annahme, dass sie zu keinem Syndikat gehören. Nein, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja. Auch zu keiner Gang oder extremistischen Vereinigung, terroristischen Zellen. Um Gottes Willen, wofür halten sie uns? Sie haben mich ertappt, ich gehöre zu Humanen. Entschuldigen Sie, das war sicher unangebracht. Ich, ja. Natürlich, verzeihen Sie mir, das hat mich tatsächlich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das tut mir leid, ich wollte Sie nicht irritieren. Und bitte, wenn das stimmt, dann hätten Sie mir ja gewissermaßen die Augen geöffnet dafür. Dafür würde ich mich ja bedanken. Ich hielt mich nicht für jemanden, der besonders naiv oder der mit geschlossenen Augen durch die Welt geht. Da kann es viel leider so nicht mehr ernst bleiben. Das ist sehr schön. Hey. Sondern mit einer gewissen Distanz und auch Reflexionsfähigkeit vielleicht ausgestattet ist, deswegen. Aber möglich ist sicherlich alles. Ich werde dem nachgehen. Wobei, ich möchte gern. Sie können mir sicher bestätigen, dass mich das nicht in Gefahr bringt, nicht wahr? Selbstverständlich. Ich bräuchte mal kurz überreden. Für diese freche Lüge. Deswegen hat Gara nichts gesagt. Ja, gut. Eiskalt. Wirftest du sich nur eins? Ach nee, ich würfel doch eigentlich immer so gut. Eiskalt. Er glaubt mir alles. Das hast du ja nicht mal geätscht. Ich hab's erst überlegt, aber dann habe ich gedacht, nee. Alter, du hast so viele Erfolge. Was ist dein Limit? 6. Du hast so viele Erfolge, dass wenn er rausfindet, dass du eine scheiß Gängerin bist, er das in Zweifel ziehen wird. Yes. Zumindest so lange. Hey, ich bin viel zu sophisticated für eine Gängerin. Das ist es nämlich. Zumindest so lange, bis er es zu schätzen gelernt hat, solche Leute auf seiner Seite zu wissen. Okay, gut, dann, ja, wenn Sie das, gut. Ich denke, ich weiß nicht genau, wie lange ich brauchen werde. Ich werde frühzeitig beginnen. Und ich, wie machen wir das mit dem, wie melde ich mich? Jojo hat doch bestimmt eine E-Mail-Adresse oder irgendwie so eine. Das hat sie schon. Entschuldigen Sie, woher? Das ist doch ein Augenimplantat. Ist das aus? Vielleicht von einer unserer Linien? Er spricht mit Kaban. Ich will nicht, dass er meine Augen kennt. Du kannst es dir tatsächlich aussuchen. Ja, wäre eine deren Linien, aber guckt. Ich denke nicht. Gut, dann habe ich mich getäuscht. Schade. Gut, wie machen wir das dann? Ich denke am besten per Telefon. Beziehungsweise E-Mail. Sie werden verstehen, dass in meiner jetzigen Position ich gewisse Nebenkonten, nicht Finanzkonten, sondern E-Mail-Konten und dergleichen natürlich problemlos aufrechterhalten kann, sollte ich aber aufsteigen, einer etwas stärkeren Überwachung auch unterworfen bin. Was bei persönlichen Treffen meiner Einschätzung nach vielleicht sogar einfacher
zu bewältigen wäre als über jeglichen Matrix-Kontakt, der dann doch für mich nicht zu filtern ist, beziehungsweise der von mir auf jeden Fall gefiltert werden wird. Und andere Comlinks, die ich dann besitzen könnte oder so etwas, ich denke nicht, dass das viel nützen wird. Jojo kennt doch eine Menge, ich sag mal, tote Briefkästen sind da ja eine Möglichkeit, oder es gibt doch so viele Evo-Shops eigentlich, da kann tote man doch... Tote Briefkästen sind ihm eigentlich ein bisschen, die du kennst, die sind ihm vermutlich ein bisschen zu abgefuckt. Okay, das ist absolut wahr. Sicherlich benötigt einer von ihnen ab jetzt vielleicht ein dauerhaftes Medikament, was er bei Ich wollte das gerade vorschlagen. Was er bei den Red Star Kliniken auf monatlicher Basis vielleicht abholen muss. Vielleicht eine Hautsalbe, eine spezielle. Und wenn man davon jetzt bestimmt eine bestimmte Menge, ich würde ein ansprechendes Produkt gleich noch raussuchen, kaufen würde, dann könnte man bei entsprechender Menge, nicht monatlich, das wäre ja total, wenn man das einmal kaufen würde, im Zehnerpack oder so, da gibt es ganz merkwürdige Preislisten. Das sind sehr spezifische Zahlungen, die ich dann unter Umständen mit einem einfachen Suchprogramm wöchentlich filtern könnte. Und dann wüsste ich, dass sie Kontakt zu mir suchen und würde dann in der darauffolgenden Woche montags hier erscheinen. Wäre das möglich? Natürlich. Das ist natürlich. Eine Sekunde. Er sucht euch eine Acne-Creme, die so eine beschissene, bei 20er Packs, so eine ganz, hier 3 Nuyen, 37 Evo Nuyen, also die aufgeteilt ist in Nuyen und dann nochmal Evo Geld, was man dann auf jeden Fall erkennt, deswegen kauft das niemand im 10er Pack. Alles klar. Gut. Okay. Sie schmunzelt ein bisschen. Meine Akne sollte ich auch wirklich mal behandeln lassen. Ja, er schmunzelt auch. Oh, Miss Canterbury. Entschuldigung. Gut. Jo, der wirkt halt noch ein bisschen neben sich stehend. Aber es scheint alles geklärt. Gut, Herr Kirillov. Ich bedanke mich für das Treffen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, was mir jetzt auffiel, die sind heute natürlich mit öffentlich ausgestrahlten Sinsi hergekommen. Du bist gerade ganz leise gewesen, ich habe es gerade nicht verstanden. Entschuldigen Sie, mir ist gerade aufgefallen, Sie sind ja mit öffentlich ausgestrahlten Sinsi heute hergekommen. Das sind ja jetzt vielleicht gar nicht Namen, mit denen Sie angesprochen oder mit denen Sie vielleicht verabschiedet werden wollen. Man hat ja in ihrer Branche, ich gebe zu, mein Wissen bezieht sich auf 1,5 Staffeln Karl Combat Mage, aber wir verabschieden uns am besten jetzt erstmal mit den Namen, die Sie kennen, und alles Weitere machen wir dann später, wenn wir uns ein bisschen besser kennen. Ich denke. Mein Problem damit ist, dass Sie ja dann gewissermaßen einen Vorsprung haben. Und ich weiß, in Vorsprüngen zu denken, ist wenig vertrauensbildend. Aber bitte verzeihen Sie mir, Also gut. Nastja. Ich bin nur so überrascht, weil ich mit Night Raven gerechnet hatte oder so etwas. Entschuldigung, es ist bestimmt ganz blöd. Ich glaube, das wird mir irgendwie nicht gerecht, sagt sie und schaut an sich runter.
Das stimmt allerdings. Sehen Sie? Das stimmt. Damit würde ich mich lächerlich machen, glaube ich. Er guckt erwartungsvoll zu Körper an. Bei mir ist es, OT mal gefragt. Nastja ist ihre... Das ist die, Brennerei, der Brennerei-Name. Genau. Der Name, genau. Der Proto ihr gegeben hat. Genau. Richtig. Ja, den, wo sie, mit dem sie auch alle ansprechen da. Ja, ja, eben. Außer wenn ich's vergesse. Ja. Das Schöne ist, der Frischling hat sich noch nie als Frischling vorgestellt. Dann wird's Zeit. Er hadert merklich mit sich und dann sagt er, ja. Und ich bin der Frischling. Okay, dankeschön. Das war. Ich weiß, das ist vielleicht in ihren Kreisen unprofessionell oder dergleichen, aber es hat mir jetzt tatsächlich nochmal sehr geholfen, auch so der Seelenfrieden. Sie verstehen. Natürlich. Vielen Dank. Gut, dann ich würde Sie vielleicht noch der Ruhe des Raumes überlassen und vielleicht 5 Minuten eher gehen. Machen Sie das. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und wir hören sicherlich bald voneinander. Auf Wiedersehen. Ach nee, ich würde natürlich noch die Hand schütteln. Mit einem etwas festeren Griff als am Anfang des Abends. Ja. Na guck. Schön. Das war einfach. Wieso war das einfach? Das war ein reflektierter Typ, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich fand den so niedlich. Ja, es ist niedlich, aber... Den können wir quasi... gut gebrauchen, den können wir uns erziehen, so wie wir ihn haben wollen. Ja. Das Ding ist, er wird ja sicherlich auch durch andere obwaltende Umstände als Unterchef dort geformt vom Geschäft. Der wird dann sicherlich nicht die einzigen sein in der Branche, mit denen er zu tun kriegen wird. Aber ihr wart seine Ersten und das hat doch Bedeutung. An die Ersten erinnert man sich immer. Das ist nicht richtig. Das stimmt. Aber ans erste Mal erinnert man sich immer. Oftmals schmerzhaft, aber man tut es. Das ist nur in Teilen richtig. Ja, außer man war total besoffen. Zum Beispiel. Juti, wir warten da noch ein paar Minuten. Aber selbstverständlich. Jojo unterhält sich mit Kaban über Autos. Das neue Motorrad. Bling. Darüber redet sie nicht mit ihm. Ihre Privatsphäre-Einstellungen laufen in 10 Minuten ab. Sie können gern noch eine weitere Stunde für den Sondertarif erwerben. 700 Yen. Alter. Aber ich sag mal so. In der Atmosphäre, die dort geschaffen wird und mit dieser fröhlichen Stimme, die das vorträgt, merkt man erst, wenn man noch mal kurz nachdenkt, was der Preis dafür gewesen sein soll. Das wirkt erstmal ganz unscheinbar, gar unschuldig. Tja. Der Junge verdient zu viel. Nein. Der ließ es sich nur was kosten. Richtig. Ich sag mal, er möchte unbedingt Chef werden. Und das kannst du jetzt auch so nicht sagen. Er steht auch voll und ganz hinter seinem neuen Chef jetzt. So wie er sich ausgedrückt hat. Aber natürlich. Was anderes wäre auch undenkbar. Das sind aber interessante Autos. Ja, ihr seid schon draußen. Ich weiß, es ist okay. Ja. Wir gehen dann irgendwann. Beziehungsweise müsst ihr ja erstmal ein Stück mit den Öffis zum Auto fahren, denn das Auto kann man ja dort nicht stehen lassen. Das stimmt. Machen wir. In unserem wunderschönen Outfit.
Und ab zum Ganghaus. Wupp, wupp. Wir sind keine Gänger. Das ist so schön. Das passt mir ausnehmend gut. Ihr fahrt ja jetzt zurück zu eurer Gruppenkasse. Ja, genau. Gut. Dort ist eine Nachricht hinterlassen, die unterschrieben ist mit Fedor. Er hat selten Handschrift benutzt und er hat sich auch immer etwas geschämt, denn er wollte immer ein bisschen sophisticated rüberkommen und wie bei allen anderen Leuten ist seine Handschrift eher mangelhaft, denn keiner lernt das mehr richtig. Das heißt, es ist ziemlich eindeutig, dass es von ihm ist. Der Zettel besagt, dass ihr euch dringend überlegen solltet, sowohl Werkstatt als auch euren anderen Scheiß dort wegzuräumen, weil es gut sein kann, dass das Ding bald nicht mehr ausreichend überwacht wird. Wenn ihr den Vertrag kündigen wollt und die Zahlung einstellen wollt, hat er dafür vollstes Verständnis, legt euch das sogar nahe, nachdem ihr den Kack weggebracht habt. Ressourcen werden wohl umverteilt. Das ist ärgerlich. So viel zum Thema. Was? So viel zum Thema? Ja, das passt alles viel zu gut zusammen. Hey, 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 du siehst jetzt, dass Fedor wenigstens noch ein echter Freund ist. Ich weiß das. Er warnt dich. Ich weiß das auch zu schätzen. Na dann. Umziehen, ein bisschen Kram mitnehmen, der nicht irgendwie problematisch ist und dann scheiße. Woanders was finden. Ich sag mal so, Jojo hat ja ihre Werkstatt in einer Zeit dort unten eingerichtet, wo sie dieses komische Halbmitglied war, was sich dann ohne ein Wort irgendwann geändert hat. Doch ein Wort, aber ne? So. Wo die Werkstatt auch explizit nicht mit der Gang in Verbindung gebracht werden sollte. Jetzt ist es ja so, dass eigentlich unter halbwegs informierten Kreisen, und deine Kunden sollten halbwegs informiert sein, die kriegen nur den Special Shit, immer wissen können und müssen, dass du bei der Gang bist. Das heißt, jetzt deine Werkstatt und eure Gruppenkasse in Gangturf zu verlagern, ist eigentlich nicht mehr schlimm. Okay. Denke ich zumindest. Oder falls du da noch andere Überlegungen hast, das mal wegen. Nee, das ist auch nicht so. Nee, außerdem erspart euch halt Fahrerei durch die halbe fucking Stadt. Aber Donskoi. Ja, nein, es ist absolut richtig. Ich habe die Bones getötet und dein Haus dort unten ausgelöscht. Für dich gibt es nichts mehr, Donskoi. Doch, Demian. Der dich vielleicht oder vielleicht auch nicht vollkommen verraten. Wir haben den Schuldigen gefunden. Schuldig ist Gott. Ich bin nicht Gott. Jojo nimmt diesen Zettel auf jeden Fall mit. Denn es ist schon etwas merkwürdig, dass die Worry jetzt so anfängt. Naja, es ist halt jetzt ein kritisches Loch inmitten der Stadt aufgetaucht. Natürlich müssen die das kritische Loch ist gar nicht so unweit von eurer jetzigen Werkstatt. Ja. Also dann. Lieferwagen organisieren und Zeug schaffen. Jawohl, Lieferwagen organisieren. Ich rufe mal bei uns in der Werkstatt an, bei der Ganghaus an, bei den Leuten, die da gerade sind, von denen ich das weiß, und organisiere mir mal Lieferwagen. Tut. Wie tut? Hä? Red mir vernünftig. Junge, hier ist der Anrufbeantworter, rufe später an, du hässliches Schwein. Wenn du eine Nachricht da lässt, rufe ich vielleicht zurück, aber ich denke nicht. Ich rufe eine andere Nummer an. Von? Warte. Von Mischa. So. Frischling, seid ihr jetzt durch? Wodurch? Nee, du hast doch wohl noch gesagt, dass ihr jetzt unterwegs seid wegen der Sache. Ach so, ja, sind wir, wir sind gerade an unserem Lagerhaus und haben hier einen netten Brief gefunden. Wir müssten das mal leer räumen. Wir bräuchten einen LKW und so, also so einen Lastwagen und so. Ist da nicht Jojos Maschinenzeug drin? Yep, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Zeug. Und ein bisschen mehr. Gib mal Jojo rüber. Hier, Jojo, für dich. Jojo dreht sich gerade um und war etwas überrascht, dass Carman das schon angerufen hat. Was? Kann man diese ganzen, das ist ein halber Laden, kannst du das Ding eigentlich, nee, ist das sogar mehr, ne? Kannst du das überhaupt, das sind da Maschinen, die aufwendig auseinandergebaut werden müssen, ne?
Das sind Maschinen, die zum Teil aufwendig auseinandergebaut werden müssen, ja? Bis übermorgen oder so. Naja. Lieferwagen oder irgendwas anderes, womit man Zeug... Nee, das wartet alles bis übermorgen. Warum, was ist los? Nehmt ihr es mit, was ihr kriegen könnt, und kommt mal hoch. Alles klar. Piep! Okay, das klang irgendwie ernster. Yep. Dann nehmen wir mal mit, was wir mitnehmen können, und nehmen wir auch die etwas größeren Sachen mit? Also die größeren Spaßfreunde? Wir wissen jetzt gerade nicht, was da oben los ist. Das heißt, wir nehmen jetzt nichts mit, was irgendwie problematisch ist. Meine Erfolgssträhne ist vorbei. Du weißt doch, dass es immer schief geht, wenn ich Edge würfeln muss. Ihr seid mit deinem Auto. Hätte auch ehrlich gesagt mehr Sinn gemacht. Ja. Wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal nur unproblematischen Kram mit. Ja, ihr habt ja einfach eine Bazillion an Stuff dort. Alter. Ja, ihr könnt auch noch einiges, ja. Wir nehmen jetzt erstmal Zeugs mit, was aber irgendwie jetzt nicht irgendwie problematisch ist und... Alles Legale oder das, für das ihr eine Lizenz habt, was man sich nicht dann noch ewig anguckt. Genau. Auch nicht gleich 47 Pistolen, sondern eine. Ja. Also eine schwere Pistole hätte ich gerne wirklich dabei, jetzt gerade, wo es ein bisschen... Ja, ihr habt ja zusätzlich noch in Jojos Auto zusätzlich noch wieder eine schwere Pistole gehabt, so ist es ja nicht. Ah, okay. Ich meine ja die Zusatztransporter. Ich als Waffe. Den hast du eh noch in deiner Handtasche. Genau. Easy. Aber umziehen möchte ich mich trotzdem. Ja, deswegen kannst du so eine Handtasche mitnehmen. Ja. So. Fahr hoch. So. Misha ist da. Ansonsten sind da relativ viele Goons, die Gang anstellt. Also so Mini-Gangs oder Gangster oder so Pseudo-Straßen-Samurais, die man halt immer dorthin stellt, wo die Gang gerade nicht aufpassen kann, und sichern offenbar das Ganghaus. Das ist ungewöhnlich. Das stimmt. Das heißt, dass alle ausgeflogen sind. Jo, rein. Ab zu Misha. Okay, so. Hinter Jojo her. So. Umgezogen Seite. Gavan, du kommst mit zu mir aufs Motorrad. Jojo, auf der Maschine, los geht's. Wohin, was los? Furio und Anna hat's erwischt. Die kriegen jetzt ihre, wie hieß denn das Ding nochmal? Die letzte Fahrt. Ihre Abschiedsfahrt. Shit. Wie? Na, bei dem Ding, wo die aufgepasst haben. Weiß man, wer das war? Darum kümmern wir uns später. Du kennst ja den Ablauf. Jojo nix und geht raus. Gut. Ihr werdet euch auf Motorräder setzen. Ihr werdet... Das ist halt anders als in Schofrino. Obwohl, ihr habt dort oben auch irgendwo... Ins C-Gebiet könnt ihr sie nicht mehr fahren lassen. Schlechtes C-Gebiet ist eigentlich nicht gut genug. Ihr müsst raus der Stadt rausfahren. Ein ganzes Stück noch. Zu eben jener alten Tankstelle, Kaban. Da werden dort alle rumstehen. Dann kann nochmal jeder kurz die Leichname der beiden betrachten. Gequatscht wird da nicht viel, das ist auch Unsinn. Dann werden die schön angezündet und fahren los. Dann bleibt man kurz da, schweigt noch eine Runde. Der ein oder andere nimmt schon den ersten Hieb. Dann geht es zurück. Und dann... Dann gibt's ein Gelage. Ein Gelage, dem sich Jojo eigentlich auch dieses Mal nicht so richtig entziehen darf. Hä? Du kannst. Sollt nicht... ihr Kind noch. Das Ding ist, du kannst doch nicht bei dem Evo-Dude zwei Erfolge auf Gebräuche haben und hier jetzt mir einen willentlichen Patzer hinlegen. Da muss. Macht's! Sehr gut. Aber sie schießt sich nicht total ab. Ja, es schießen sich nicht alle total ab, aber es wird ordentlich gebechert. Aber man darf sich total abschießen. Meine beiden Mit-Prospects sind gerade tot.
Ja, scheiße, Mann. Noch mehr Arbeit für mich. Nein, Sag noch einmal, ich sei gefühllos. Alter, das ist der beste Folgentitel. Danke, mein Junge. Um das nochmal zu erklären, das ist so die Art, du erzählst halt über die Bäden und säufst und säufst und säufst und das soll nicht so viel Trauer erstmal sein, sondern erstmal eine Feier auf ihr scheiß Leben und ihre Anwärterzeit. Was natürlich ein trauriges Ding ist, aber hey, ne? Zeit zum Trauern ist dann später. Das heißt, da werden auch ordentlich Nutten kommen und da wird auch dann und so weiter. Was es nicht alles gibt. Koks und Nutten und mehr. Ich sag mal, Vlad könnte... Warte mal, da müssten wir da erstmal kurz diesen Wurf machen. Also Vlad könnte am Ende, ich sag mal... Die nächsten 10 Tage braucht er schon, um sich zu erholen. 10 Tage? 2. Ach so. 2. Das wird schon hart. Zu Hause. Alter, ich dachte schon. Also am ersten Tag ist er wirklich sehr ungebräuchlich, am zweiten ist er halt immer noch sehr, sehr schwach auf den Beinen. Okay. Verträgt er keinen Alkohol? Und auch nicht Jutroff. Der guckt sich noch die Seele aus dem Leib, zusätzlich zu dem ganzen, was weiß ich, Amphetamin, was er sich noch reinballert. Schön Betamef, damit es auch ein bisschen zwirbelt in der Alter. Zwirbeldrüse. Na, denkst du, es wird immer nur gesoffen? Da gibt's Drogen. Alter. Und... Du kannst dich dem auch nicht ganz entziehen. Würde ich ihm nicht vorschreiben. So in einem, ich denke eher, Carbon ist auch eher der Typ, der dann mal eine Tüte raucht oder so. Ja, eher eine Tüte, aber Carbon würde sogar relativ. Ich sag mal, du kannst mir ruhig mal einen Selbstbeherrschungswurf machen. Ja, das ist schon. Ich weiß, dass es eigentlich nicht Kabans Ding ist, zu saufen, wenn die sterben. Habe ich jedenfalls nicht im Gefühl. Aber ihm hat's halt auch immer gut geschmeckt. Ja, klar, hat's ihm gut geschmeckt. Also das Problem ist nur einfach. Jojo und ich haben uns gerade noch darüber unterhalten, dass es eine gewisse Kompensation geht, die gerade wegbricht. Ich gebe dir auf diesen Wurf 2 Bonuswürfel. Oh je. Ja, das ist so. Oh. Das war jetzt ein bisschen zu früh für ihn. Okay, Tja, viel Spaß. Also. Und bleib high. Also meinst du eigentlich eher Abzug oder was? Wahrscheinlich eher Abzug, genau. Das ist halt, Achso, dann das ist das auch gern. Im letzten Jahr. Tja, jetzt weißt du, wie es mir geht. Selbstbeherrschung, das war hier Willenskraft und Charisma. Charisma, oh Gott. Die haben nicht in mein Konzept gebracht, gepasst. Ja, er kann sich relativ gut beherrschen, das ist sehr cool. Ich sag mal, vielleicht liefert dir Vlads Absturz ein Beispiel für das, wie es bei dir nicht aussehen soll dann. Ja, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich einige Leute sagen so, also normalerweise ist er eher gesellig und ein dummer Spruch immer auf den Lippen, aber heute ist er relativ ruhig. Jo, Paulina wird dann irgendwann mal kommen, dir die Hand auf die Schulter legen. Kommst du mal mit raus? Hm? Kommst du mal mit raus? Ja klar. Dann wird sie ein paar Schritte weggehen, ein paar der Goons dort wegscheuchen. Alles klar. Ich lebe ja noch. Sie drückt dir einen Becher Wodka in der Hand. Das habe ich aber nicht gefragt. Was ist denn eigentlich überhaupt genau passiert? Überfall. Irgendjemand hat es wie eine Bullenrazzia aussehen lassen, aber es war ein Überfall. Zeitgleich drei andere Stellen bei den Kojoten. Wir tippen auf Red River Gang. Achso, das ist eine mittelgroße, naja, klein bis mittelgroße Gang, die äußerst aggressiv ist, die mit Florinas War so ein bisschen was zu tun hat, aber nicht übelst verzwickt sind und die mit euch eher sehr stark feindselig sind. Durch den ihr Gebiet fährt auch keiner von euch durch, weil das gibt nur Tote. Dann guckt er halt in sein Wodka-Glas, macht das Ding halt komplett leer mit einem Zug. Ich will dabei sein, wenn wir da reingehen. Habe ich nicht gedrückt? Doch. Ah, okay. Sie überlegt kurz.
Ihr werdet mich dafür einsetzen, dass du das machen kannst. Aber nur, wenn du dich zu 100% an die scheiß Anweisungen der anderen hältst bei dem Ding. Jo, also das Glas wird auf jeden Fall weggeschmissen und kriegen wir hin. Willst du da wieder rein? Oder willst du dreimal um den Block spazieren? Kannst Roger mitnehmen, ist mir scheiße, ja. Ich komme, bin ein paar Schritte hinter dir und halt's Maul. Oder willst du da rein? Na. Naja, er schweigt auch eine Weile. Guckt sie auch nicht wirklich an, also guckt einfach so in die Ferne. Ja, lass dich wieder reingehen. Und danke. Steht ja den Rest der Nacht noch offen. Ich öffne ihr die Tür. Das ist aber nett von dir. Ja, ja, doch, durchaus. Jojo setzt sich irgendwann zu dir. Die hat ihr ein Bier, drückt den Bier in die Hand oder sowas. Sie setzt sich aber auch nur zu dir, sie sagt erstmal nichts. Ja, dann werden wir uns ungefähr so ein paar Minuten anschweigen, wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Das ist eine Kacke. Ja. Ist es. Wir müssen mit unserem Krams weiterkommen. Dringend. Warum meinst du das? Wegen der Sache jetzt? Das waren Leute von Florina. Also beziehungsweise von ihr zugehörige Leute. Wahrscheinlich die Red River Gang, das weiß ich ja, schon. Ja. Das muss damit nichts zu tun haben, Kaban. Es kann natürlich, aber es muss nicht. Wir hatten schon oft Ärger mit denen. Und zwar richtig Ärger. Die hatten auch schon richtig Ärger mit den Kojoten und mit Xena. Da hat es auf beiden Seiten schon Tote gegeben. Bei uns nur bisher einfach noch nicht. Bis jetzt. Schon, aber wenn wir unsere Zweifel in die andere Richtung nicht ausräumen können, dann haben wir ein ganz großes Problem. Du bist sauer, hm? Dezent. Immerhin haben wir unsere Jungs hingeschickt. Wir machen so weiter wie bisher. Wir können das jetzt nicht forcieren. Und wir werden uns auch, bis wir die Sachen machen, noch 2-3 Tage Zeit lassen. Das hat so keinen Sinn. Klar. Ist doch kacke. Ja. Besonders für dich. Ich meine, du hattest quasi noch mehr mit den beiden zu tun als jeder andere hier. Klar. Anna schuldet mir noch 2 Dienste. Und da grinst er sich ein bisschen so schlechter Witz gemacht, yay, an. Ja. Ja, für Fenkelfieder müssen schweigen und Er ist halt recht schweigsam. Ungewöhnlich schweigsam. Kommst du damit klar? Fragt sie irgendwann.
Ich denke. Ich denke, aber eigentlich nicht. Eigentlich denke, das wird schon. Ich meine, es gehört dazu, aber momentan ist es halt einfach kacke. Jojo nickt. Weißt du, wenn du wütend sein willst oder traurig sein willst oder sowas, dann ist das okay. Also, du musst das jetzt nicht abtun oder dich zwingen, das abzutun, weil du das Gefühl hast, dass du das musst. Das ist nicht notwendig. Und auch nicht gut. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht unbedingt die Richtige bin, dir das zu sagen, aber ich glaube, genau deswegen sage ich es dir einfach. Du hast mehrfach recht. Inwiefern? Naja, gerade du solltest sowas eigentlich nicht, solltest sowas nicht sagen, obwohl du kannst es sagen. Und gerade du bist aber auch eigentlich die Person, die es sagen sollte, also. Du kennst mich am besten und du kennst von euch allen genauso wie ich dich wahrscheinlich sehr gut kenne. Also, wir haben sehr viel durchgemacht, das ist okay. Deswegen sage ich dir das. Du musst das nicht raushängen lassen, wenn du das nicht willst oder irgendwas anderes, aber wenn, dann ist es so. Ich weiß, dass hier oftmals irgendwie keine Ahnung, egal. Du weißt, was ich dir sagen will, glaube ich. Ich denke. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Ja, mach ich. Und für dich? Kommst du damit klar? Soll ich ehrlich sein? Das wäre sinnvoll, oder? Besser als mir lieb ist. Hat auch seine Vorteile. Nein, hat es nicht. Glaub mir. Aber das ist der Grund, weshalb ich dir das jetzt überhaupt gesagt habe. Die sitzt neben ihm, ne? Ja, sie sitzt direkt neben ihm. Dann geht der Arm drum und die wird einmal kurz an die Brust gezogen. Das wird schon. Und dann kriegst du halt mit der anderen Hand so einen Knubbel an die Wange quasi und dann wird die Umarmung auch wieder losgelassen. Jojo grinst. Das ist gut. Ich habe gerade drum gebeten, dass ich bei der Fahrt dabei bin, wenn es dahin geht. Hm.
So gern ich dich in meiner Nähe habe, fahr bitte nicht mit. Kann man. Ich weiß es noch nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Vermutlich schon. Haben die einen Mage? Nein. Nicht, dann dass ich wüsste. Brauchen wir dich nicht. Einen Kugelfang brauchen wir nicht. Das weiß ich. Darum geht es auch nicht, Kaban. Aber ich kann nicht sagen, dass ich hier bleibe. Das geht nicht und das weißt du auch. Solche Vergeltungsaktionen basieren häufig auf Freiwilligkeit, ne? Ach so. Die ersten 8, die sagen Attacke, die am lautesten schreien, die sind so häufig dabei. Es sei denn, es spricht was signifikant dagegen. Ach so, zum Beispiel, okay. Der hat sich einfach zu wenig im Griff oder der muss was anderes machen, was ganz wichtig ist. Oder aber die anderen haben Mage und man weiß das und man selber hat keine Mage dabei. Man vertraut ja Jojos Aussagen, die ja auch immer wieder betont, gegen andere Magier kann ich sowieso nichts machen, aber ich kann nichten. Die kann euch höchstens den Geist mitschicken und sagen, pass mal auf, dass dir nichts passiert. Aber dann weiß sie ja auch nicht, was dann passiert. Kann sie nicht, da muss sie bei sein. Die kann den Geist nur mitschicken, wenn er gebunden ist. Nein, du kannst all deine Dienste auf einmal aufwenden für einen Ferndienst. Ah, okay. Richtig. Das wusste ich nicht. Das geht. Okay, dann änder das. Ich denke, solange man mir nicht sagt, dass ich mitkommen muss, werde ich das nicht tun. Das ist gut. Also ich hätte dich ja natürlich gerne dabei, aber du weißt, was ich meine. Kaban. Wenn du da mitgehst. Halt dich an dies, was die anderen sagen. Ja, hat man mir gerade eben schon gesagt. Hast du auch verstanden, warum? Ja. Gut. Ich weiß, dass das nervig ist, aber gerade jetzt ist es, glaube ich, wichtig. Ich denke auch. Einfach weil ich weiß, dass du jemand bist, der ähnlich wie ich einen kühlen Kopf nicht immer unbedingt bewahren kann. In bestimmten Situationen. Ich würde jetzt gerne widersprechen. Aber? Du wirst meinen, dass das nicht geht. Du bist eine wesentlich bessere Lügnerin als ich. Weißt du was? Ich sag dir jetzt ganz frech und selbstbewusst ins Gesicht, das stimmt. Das bin ich. Immerhin bin ich ja auch keine Gängerin. Sie grinst. Oh Gott. Der hat die irgendwie voll aus den Händen gefressen die ganze Zeit. Was? Der hat die ziemlich aus den Händen gefressen die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit. Ich glaube, es war ein bisschen dumm, dass ich die Syndikate angesprochen habe, aber das war tatsächlich der Punkt, an dem ich ihn wohl überschätzt habe. Ja, aber das ist auch genau das, was er herausfinden soll. Jein. Eigentlich ist es für jemanden, der so darin aufgewachsen ist, schon ziemlich gut von ihm gewesen, dass er dich nicht ausgelacht hat und gegangen ist. Naja, ich sag ja, das war ein bisschen viel, aber das ist halt, ich sag mal, für Jojo ist das so normal. Ja, klar. Aus dem wird noch was, wollte ich damit andeuten. Ja. Wenn wir uns den richtig ranziehen, dann haben wir eine richtig gute Connection. Ja. Ah, es war ein bisschen, ich hätte es nicht sagen sollen mit den Syndikaten, aber ich meine, er hat es ja irgendwie einigermaßen aufgenommen. Es war ganz gut. Ja, wie gesagt, er musste das wissen, weil darüber soll er Informationen kriegen dann. Ich hätte es ihm anders und langsamer beibringen müssen. Das war ein Fehler.
Hm. Deswegen halte ich die Schnauze. Ich hätte es ihm gleich direkt gesagt. Aber ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ich meine, er wirkt jetzt erstmal ganz in Ordnung. Also, ich denke, mit dem kann man vielleicht tatsächlich mal auf Dauer ein bisschen was anfangen. Ein bisschen arbeiten. Ja. Aber auch sehr schön. Er echauffiert sich, dass sein Boss was mit dem Syndikat hat und fängt was mit der Gang an direkt. Das weiß der ja nicht. Ach komm, wie naiv kann der sein? Was? Ja, was meinst du? Nicht vielleicht, dass wir eine Gang sind, aber dass wir aus den nicht ganz so legalen Gewerbe kommen, das wusste er doch. Natürlich wusste der das. Siehst du? Aber von was anderem hat er keine Ahnung. Der weiß nicht, dass wir irgendwo zugehören. Ja, wir können ja überall zugehören. Ja. Das kann er ja gar nicht einschätzen. Allein die Tatsache, dass wir dazu in der Lage waren, uns in diesem Laden zu bewegen und eine Sprache zu sprechen, mit der er was anfangen konnte und eine Sprache zu sprechen, die er verstanden hat, war für ihn Beweis genug, dass wir nicht abgefuckt sind. Und das meiste, was irgendwie mit einem kriminellen Milieu zu tun hat, ist in den Augen eines normalen Lohnsklavens abgefuckt. Und wenn ihr euch so umguckt, dann seid ihr euch ziemlich sicher, dass ziemlich viele dieser Personen, die dort anwesend sind, nicht den Bildungshabitus, wie ihr ihn an den Tag legen konntet, innehaben. Oho, Fremdwörter. Da geht der Blick zu Vlad, der sich gerade eine dicke Line guckt und sagt, jetzt bring mal ein paar Titten her, ihr Fixer. Dann zum Professor war echt ein schlechtes Beispiel. Super. Abbruch. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Konstantin. Der gerade unflätige Bemerkungen macht über Pimmel. Und dem Koreaner, der schon längst abgekackt ist, welche ins Gesicht malt. Der Koreaner gerade, der hätte es wahrscheinlich noch am ehesten neben dem Professor hingekriegt. Das kann sein, aber der, nee, auch nicht richtig. Ja, okay. Der ist still und zurückhaltend, aber auch Gestus ist der kriegt ja das sprachlich hin, aber der ist, nee. Tja. Auf jeden Fall hatte der keine Chance. Das passte für den nicht. Verstehst du, was ich meine? Wahrscheinlich hält er uns für weniger abgefuckt oder für weniger kriminell, als wir wirklich sind. Vielleicht redet er sich vor sich selbst auch raus, dass wir wahrscheinlich gar nicht so schlimm sind, sondern eigentlich nur, keine Ahnung, versuchen, irgendwie irgendeine Wahrheit ans Licht zu bringen oder vielleicht doch einfach nur geheime Ermittler sind oder so ein Scheiß, Privatdetektive, irgendwas. Okay. Oder wir sind, weiß ich nicht, vom Finanzamt. Naja, also so kriminell gefragt sind wir dann doch nicht. Oder Versicherungsermittler oder so ein Scheiß. Ihr werdet nicht beleidigend. Ey, dann hätte ich gesagt Anwälte. Siehst du? Nein, irgendwie sowas. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass er sich sowas denkt oder dass er sowas irgendwie. Und dass wir uns vielleicht einfach für was anderes ausgeben, als wir wirklich sind. Wann tun wir das mal nicht? Oft. Na gut, aber den werden wir uns mal gucken. Wollen wir dem eigentlich ersten Sprungbrett begreiten? Bereiten? Ja. Gut. Dann ist er mehr im Zugzwang. Mhm. Und dann hat er die Mittel. Beziehungsweise die Möglichkeiten. Definitiv.
Ich weiß nicht, ob er die jetzt hat. Ja, dem anderen ein bisschen humanes Propaganda nachzuweisen, beziehungsweise irgendwie. Wird vielleicht gar nicht so leicht, aber ich glaube, wir müssen uns den Typen einfach ein bisschen besser angucken. Vorher. Mhm. Und dann vielleicht mal in eine Situation bringen, wo eine Kamera läuft, über einen Ork verprügelt oder so. Obwohl es ein Ork ist, Broschüren an den richtigen Stellen. Vielleicht kriegt er auch Spam-E-Mails in eine bestimmte Richtung. Sowas kann man bestimmt einrichten. Was vielleicht die Vermutung nahelegt, dass er sich zumindest auf entsprechenden Seiten rumgetrieben hat oder sowas. Weiß ich noch nicht. Ja, das muss ja schon relativ, sag ich mal, eindeutig und skandalös sein. Dass er halt untragbar wird. Ja. Aber wir müssen halt gleichzeitig im Hinterkopf behalten, dass der Typ irgendwie noch das ja nicht offensichtlich tut, sondern versteckt. Er will ja nicht, dass das jemand mitbekommt. Aber vielleicht kann man auch einfach mal einen Anruf faken oder irgendwie sowas, wenn wir die Nummer rausbekommen. All solche Sachen. Mhm. Seinen Namen vielleicht sogar irgendwo im Ortsverband oder was weiß ich was irgendwo. Naja, oder irgendwie mal ihn und ein paar andere Leute in dieselbe Kneipe bestellen und dann Fotos machen von denen. Na, ihn irgendwo hinzubestellen wird schon schwierig. Er kennt uns nicht. Warum sollte er in so eine Kneipe gehen, wo die sich treffen? Überleg mal, in welcher Position der Typ ist. Wenn man ein gewisses Druckmittel oder sowas findet oder wie auch immer irgendwas anderes findet, was er eventuell mag, ne? Mal gucken. Wir gucken uns den Typen an und dann werden wir schon sehen, wo wir Angriffspunkte finden. Richtig. Aber das müssen wir nicht heute machen. Nee. Ja, dann nachdem du zu Kavan wieder von der Ablenkung weggezogen hast, verfällt er wieder in Schweigen. Ach so, übrigens, ich brauch dich morgen mal. Wofür? Ich muss ein paar Tests machen. Und ich glaube, du bist der Richtige dafür. Tests? Hm? Inwiefern? Naja, ich bin gerade noch dabei. Deine Waffe ist noch lange nicht so weit. Die Maschinenpistole? Noch lange nicht. Wie lange soll ich denn dafür brauchen? Entschuldige mal, aber das ist ein sehr komplexes Gerät. Hm. Aber du könntest natürlich deine Überlegungen bis hierhin mit ihm teilen, ob Anwendbarkeit und so morgen. Hm. Hm. Na gut. Aber ich kann ja zumindest schon mal einen Prototyp von der Schiene gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Oder insgesamt ein Modell, wie es aussieht und die beweglichen Teile und so, bloß dass es halt alles ein Modell ist. Ja, genau. So. Und da braucht man ja nochmal eine zweite Meinung. Na sichi. Na, ich bin gerade noch an der Knarre dran. An einer neuen. Okay. Und ich brauche mal jemanden, der... Ich brauche eine zweite Meinung. Na, mit Knarren kenne ich mich aus. Über die Praktikabilität und so.
Okay. Ist das jetzt schon schussbereit? Nein. Ist nur ein Modell erstmal. Nee. Na gut, Trockenübung. Trockenübung. Warum? Weil sie nach Chofreno fahren und irgendwas zerballern. Bock hätte ich ja. Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwo noch eine Zauberkiste. Ich finde das gut, wie sich die Bedeutung des Wortes Zauberkiste verändert hat. Keine Ahnung, Jojo überlegt gerade, vielleicht hat sie noch irgendwo ein specialeres Modell da oder irgendwas, was nochmal Probe geschossen werden kann. Keine Ahnung, übermorgen werdet ihr vermutlich bei der Red River Gang einreiten. Ja. Reicht es nicht? Sie will Kaba nur eine Freude machen. Das stimmt schon. Es geht nur darum. Die will ihm nur irgendwas geben, damit er seine Wut jetzt nicht bis übermorgen zügeln muss, sondern die morgen irgendwo an einem, was weiß ich, wo auslassen kann. Ja, du hast noch ein Modell, was du an Polen irgendwann demnächst verkaufen musst. Das liegt schon eine Weile da von deiner Konfettikanone? Nee, Gulaschkanone, oder? Ist das dann? Welche? Na, die gute. Die Sturmschrotflinte. Ja, ja. Ja, okay. Das Bedarf ist die angemeldet? Na, die wird schon, die ist quasi schon zum Verkauf bereit, die ist schon reserviert, ja. Ich hab da noch was rumliegen, was vielleicht ein bisschen warm geschossen werden kann. Okay. Klingt gut. Ich hab da noch so eine Sturmschrotflinte, die muss mal getestet werden. Ich glaube, die verzieht den Lauf ein bisschen. Sagt Jojo und zwinkert. Das kriegen wir hin. Waffen einschießen kann ich. Oti, ich habe Bedarf. Stromschrotflinte, ich will auch eine haben. Mit Vollmantel geschossen, supergeil. Wie sieht denn das so aus? Musst du nicht erstmal noch Schulden bei Polina abbezahlen, dir ein Motorrad kaufen und so? Ist egal. Also. Und hast du nicht auch eine Sinn verloren? Ja. Aber danach. Danach brauchst du eine. Ja, ich brauch vor allem Geld, aber. Na, es ja, gibt da so Karma für Geld Möglichkeiten. Hast ja 30 Karma. Ja, ich hab so wenig Karma, genau. Hä? Spinnst du? Viel zu wenig Karma. Ich muss eigentlich noch ein bisschen mehr Karma ausgeben als die 30, aber. So, nicht alles auf einmal. Und wenn du dir 30 Karma ausgibst, hast du 60.000. Nein, er meint Fertigkeiten. Ach so. Genau. Ich meine, es gibt ja ein paar Gangfertigkeiten tatsächlich, die ich ihm schon nahelegen würde. Das stimmt schon. Das stimmt. Eben, also ein paar Sachen muss ich noch definitiv verbessern. Tja, da muss ich dir jetzt einfach mal sagen: Willkommen in meiner Welt. Was? Dass du Sachen steigern musst oder dass du zu wenig Karma hast? Dass ich zu wenig Karma hab. Ja, das ist Standard. Man hat immer zu wenig Karma. Aber jemand mit latenten Erwachen, der 4 Zauberfertigkeiten mehr braucht als ein normaler Magier, hat natürlich ein bisschen mehr Bedarf. Es gibt keinen Charakter, der sagt, ich hab zu viel Karma. Das funktioniert einfach nicht. Das gibt's. Also ich hatte schon Charaktere, die sehr, sehr lange auf ihren Erfahrungspunkten sitzen gelassen worden sind, weil ich die nicht so richtig sinnvoll ausgeben wollte, konnte. Die ursprüngliche Jojo oder was? Die hatte zum Beispiel zu viel, ja. Nee, auch andere, aber dann eher in anderen Systemen. Jetzt irgendwie bei dir habe ich ja immer irgendwas Latentes gehabt, deswegen hatte ich immer zu wenig Karma. Und du bist dann am Ende immer noch ein bisschen mehr in die Face-Richtung gegangen, wo ich hier von Anfang an gesagt habe, geh doch gleich ein bisschen mehr in die Face-Richtung. Und du, nee, das will ich ja nicht so. Das ist gar nicht so ein Ding. Das ist gar nicht so das Charakters-Ding. Oh, ich muss dringend alle Charisma-Sachen steigern. Ich möchte ein bisschen mehr facen. Sag sie jedes Mal. Moment, am Anfang der Runde war das ja eigentlich auch Billys Aufgabe und ich meine. Das ist ein Argument, was ich verstehe und akzeptiere. Und in der alten Runde hatten wir auch einen Face-Scheißer. Und jetzt wieder alles auf die Bitches schieben. Also, es war tatsächlich gar nicht meine Schuld. Das stimmt. Sagt sie jetzt. Ich muss ihr recht geben. Außerdem bist du schuld.
Da wir gerade ein bisschen Outtime abgewandert sind, das ist gut. Kaban. Es ist ja so, wenn du im Laufe des Abends dich immer wieder mal umguckst. Es gibt ja Beerdigungen, die einfach fröhlich sind, weil man das Leben des Verstorbenen feiert, und es gibt welche, wo viele Leute eher trauern und so ein Shit. Das entwickelt sich ja aber eher von selbst, quasi organisch und damit evo-gerecht. Man versucht hier viel eher doch ein wenig auch auf Zwang die fröhliche Stimmung zu ersaufen. Denn ein echter Gänger trauert nicht und leidet nicht. Ein echter Gänger ist hart und muss das auch der Welt präsentieren. Man hat ja doch immer ein bisschen den Zwang, seinen Ruf zu bewahren. Siehst du, und Jojo darf das nicht! Hier ist es bestimmt weniger schlimm als in Chofrino. Hier ist man ja allgemein ein bisschen weniger ghettohaft. Das heißt, hier zum Beispiel ist die Möglichkeit, dass man mit dir mal rausgeht und mal fragt, ob mit dir alles klar ist. Deswegen ist Vlad auch so furchtbar fertig mit der Welt, weil der ja von drüben kommt und sich das noch viel weniger zugesteht, auch mal zum Beispiel überfordert zu sein als Chefe von dem ganzen Laden, dass jetzt schon wieder zwei Leute weggestorben sind und so. Und dass ihm das auch traurig stimmt. Deswegen ist er ja so völlig aus der Welt geschoben und wird auch kurz bevor er dann vollständig zusammenbricht, nochmal anmerken, was das hier für eine Scheißpreis, es geht überhaupt nichts los. Verstehst du? Das ist schon der Ganghabitus. Ihr dachtet, es wäre leicht. Aber Freunde, so ist es nicht. Das ist tatsächlich, aber siehst du, Jojo steht das niemand zu. Ist doch gar nicht wahr. Du bist ja eine Bitch. Ja, aber da kommt tatsächlich, ja, nee, hier, dann sag doch mal und dann mach doch mal und dann weiß ich nicht. Bei Frauen reagiert man ja doch nochmal anders und vor allem bei so Kleinen, das tut mir ja leid. Aber bei dir erwartet niemand, dass du ständig so tust, als wärst du die harte Gängerin, weil du halt nicht so aussiehst. Während die anderen das voneinander und von sich viel mehr erwarten. Das ist halt einfach so, da kannst du nichts gegen machen. Tja. Ich nehme das Wohlwollen zur Kenntnis. Dass nicht alle ganz so abgefuckt und sich einfach nur betrinken. Hat ja nichts direkt mit abgefuckt zu tun. Es hat was mit nicht vorhandenen Bewältigungsstrategien zu tun. Genau. Und Selbstschutz. Selbstschutz kennt Kaban. Schmeckt. Jojo wird trotzdem mit Kaban am nächsten Tag die Schrote einschießen gehen. Ja, ist ja okay. Einer muss sich ja kümmern. Das stimmt. Kaban meldet Bedarf an, er möchte außen teilen. Das hat er schon mal. Das hat er ja schon mal, ja. Und da hat sie ihm gesagt, und damit hat sie sogar noch damals erkennt. Dann natürlich geht das. Nein, es geht nicht. Es geht super. Nimmst du hier den Namensschild ab und machst du da Kaban drauf und dann ist gut. Das ist immer gut, ein Namensschild an der Waffe zu haben. Man muss ja auch wissen, wem sie gehört. Eigentum von Frischling Kaban Delmenhorst. Jojo wird aber auch vielleicht irgendwann dann später oder so, wenn Vlad wieder ein bisschen zurechtkommt, den dann auch nochmal irgendwie dingsen gehen. Einfach nur so. Dafür wird keine Zeit sein. Wenn er ein bisschen besser zurechtkommt, werden die ersten Planungen gemacht, ob des Vergeltungsschlages. Denn es reicht nicht, irgendwo reinzustürmen und Leute abzuknallen. Die müssen schon hinter Motorrädern herlaufen. Zumindest ein paar von denen. Okay. Das können wir dann nächste Woche. Das werden wir nicht ausspielen. Das wäre ganz gut. Weil, das werden wir vermutlich. Ja, klar. Wir werden das dann beschreibend machen. Und ja, es ist spät. Dann wird sie zumindest dafür sorgen, dass sein Kater vielleicht nicht ganz so schlimm ist. Es sei denn, er will das wieder nicht. Ich vermute, er hat zu wenig Essenz und ist zu stark intoxicated, als dass das viel bringen würde. So hart? Der war schon zu. Er hat mehr Essenz als Kaban, hast du letztens gesagt. Das stimmt. Das heißt, es ist machbar. Ja gut, sind immer noch vermutlich zwei Würfel Abzug oder so. Ja, und? Ja gut, okay, ein bisschen Erleichterung wirst du ihm schon schaffen.
Gut. Ende. Tschüss. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage. So, meine Kleinen, hab jetzt keine Süßigkeit im Kopf. Schokofrösche. Bei der Folge ist mir aufgefallen, dass es eigentlich super schade ist, dass man halt so wenig spielen kann, ne? Beziehungsweise, ja, um irgendwelche Dinge, die man... Vielleicht ist es auch, dass man einfach zu ungeduldig ist. Nee, das ist eigentlich, dass man zu selten spielen kann. Normalerweise würdest du ja mit so einem Exec anfangen, dass du ganz viele kleine Dinge für ihn machst und dich vielleicht nicht mal im ersten Moment als Krimineller ausweist, damit er merkt, dass es lohnenswert ist, mit dir zusammenzuarbeiten und so ein Shit. Und dass er dann nicht so einen krassen Kulturschock kriegt. Aber, ja gut, dann hätten die den soweit im Sommer. Also ich meine jetzt hier Outgame-Sommer. Das ist natürlich nicht so gut. Also ich weiß schon, dass es so, wie wir es hier gemacht haben, natürlich weniger gut funktionieren würde, aber du musst ja auch irgendwann mal ein bisschen vorankommen. Dafür hat Kavan endlich seine Rolle als Frischling angenommen. Das ist ja richtig gut. Und ich fand auch ziemlich gut, der eine Satz, den er gesagt hat: Sie haben mich ertappt, ich gehöre zu Humanes. Das war so genau dieser joviale Ton. Den hat er richtig gut aufgeschnappt von dem Dude, also von dem Evo-Dude. Das fand ich übel schön. Weiß auch nicht warum. Ich finde, die beiden haben da einfach super schnell gespiegelt Verhalten und Habitus. Und das war einfach super nützlich. Es war schön. Hat mir Spaß gemacht. Zu dem Endteil. Ja, der ist natürlich jetzt nicht so prall für Kawa, wenn ich die beiden Prossies wegnehme, aber Gänger sterben halt und ab und zu muss ich dann welche aussortieren, damit die Welt für mich irgendwie fassbar bleibt. Wäre komisch, wenn die mal überleben. Und die beiden passten halt nicht in mein Konzept. Und zwar in der Hinsicht, dass ich ja jeweils ein, zweimal versucht habe, die anzuspielen. Und da kam eine Struppe. Ich habe die Vibes einfach nicht empfangen. Und dann nehme ich lieber die sofort raus. Weil ich brauche eigentlich jetzt nur noch Gänger, mit denen ich was anfangen kann. Also ich brauche ein paar Dudes, die nie auftauchen. Die könnten genauso gut Ziffern haben statt Namen. Weil, ne, ich kann das ja nicht handeln, aber wenn ich merke, die beiden gehen gar nicht, dann müssen die sofort raus. Das ist so. Und Furio war ja sowieso nur, weil ich davor, also vor der Aufnahme in den Monaten davor irgendwie nochmal Sopranos durchgeguckt habe. Und wer das hier sehen hat, Furio, ja, dem konnte ich nicht widerstehen, aber es ging halt nicht. Nee. So ist es halt. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Green Grass und von The Cheats Minds mit Cheats Mind und Peace Garage. Das Videobild ist von Evo Chibi mit Dilumse. Alle Rechte, auch Scheiße in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Milz-Schoketten.